Wie soll man in MV mit dem Problem der Segregation umgehen, der zunehmenden wohnräumlichen Trennung zwischen Arm und Reich? Eine ungewöhnliche Antwort darauf bietet die weltweit agierende New Yorker Marketingagentur Ghetto Deluxe. Ihre Projekte hat die Agentur bereits in den Slums von Palermo, Buenos Aires und Kalkutta realisiert. Jetzt ist Mecklenburg-Vorpommern dran mit den Stadtteilen Müserholz in Schwerin und Lichtenhagen in Rostock. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, hier in Deutschland haben Ghettos eine lange historische Tradition und darauf wollen wir bauen. Außerdem möchten wir auch den Menschen hierzulande die Angst vor Ghettoisierung ihrer Stadtteile schon ein Stück weit nehmen. Denn ein echtes Ghetto ist ein wahrer Tourismusmagnet und kann auch den Gästen schon eine Menge spannende und erfrischende Erlebnisse bieten. Zusätzliche Einnahmen für die Kassen der Kommunen und Gemeinden sind dabei natürlich mit inbegriffen. Und so ist der Plan. Ein typischer sozialer Brennpunkt wird mit einer hohen Mauer komplett abgeriegelt. Für die Einwohner werden sämtliche sozialen Leistungen gestrichen, wie auch die städtebaulichen Maßnahmen im Quartier. Damit sollen typische Ghetto-Zustände hergestellt werden, wie man sie sonst auch aus anderen Teilen der Welt durchaus kennt. In unserer Ghetto-Erlebniswelt werden Gästen spannende Safari-Touren mit gepanzerten Fahrzeugen in Begleitung von bewaffneten Rangern geboten. Das ist ein klassisches Safari-Modell, schon aus Afrika natürlich sehr bekannt und sehr gut etabliert. Das Standardprogramm beinhaltet verschiedene Extras, wie zum Beispiel eine Straßenschlägerei oder zum Beispiel ein Besuch in den Sozialwohnungen oder eine Fotosession mit Flüchtlingsfamilien und ähnliches. Im Tagesausflugspaket ist auch ein klassischer Ghetto-Lunch mit Pommes und Cola mit enthalten. In der Erlebniswelt Ghetto wird nichts dem Zufall überlassen. Die Agentur hat vor, Darsteller für typische Rollen vor Ort zu engagieren, wie Straßenschläger, Wutbürger, kriminelle Ausländer und so weiter. Möglich sind auch AfD- und Nazi-Demos, Familienstreitereien sowie kleinere Hausbrände. Auch die Auftritte von hiesigen Ghetto-Künstlern stehen fest auf dem Programm. Unsere Erfahrung zeigt, in Kürze steht beinahe die gesamte Bevölkerung des Ghettos bei uns unter Vertrag. Das heißt, auf geringfügiger Basis schaffen wir Hunderte von Arbeitsplätzen und bieten den Menschen eine kreative und sinnvolle Beschäftigung, und zwar absolut ohne jegliche Umschulung. Die Refinanzierung von Investitionen erfolgt rasch und danach ist das Projekt ein wahrer Selbstläufer. Zunächst sollen die Ghetto-Safaris in Schwerin und in Rostock angeboten werden. Grundsätzlich aber können sich alle Kommunen und Gemeinden des Landes bei der Agentur Ghetto Deluxe melden. Die einzige Voraussetzung: am Standort muss der soziale Brennpunkt unbedingt gutachterisch nachgewiesen sein. Also fast landesweit überall kein Problem.